Ja, Gut. also, wir haben ein Scheißspiel geliefert und ich finde, die Mannschaft braucht sehr dringend richtig viel Training und zwar vor allem Schusstraining. Also solche Bälle nicht zu machen, das geht gar nicht. Ja, das geht nicht. Also wenn ihr das im echten Fußball machen würdet, dann würdet ihr nicht in der Startelf stehen. Das kannst du mir nicht glauben. Das kannst du mir nicht glauben. Das kannst du mir glauben. Ja, du würdest nicht in der Startaufstellung stehen mit so einer Leistung. Würdest du nicht. Können froh sein, dass ich Trainer bin. Ja? Naja, gut. Wir haben unseren Vorsprung leider nur auf 2 Punkte ausbauen können und jetzt kommt natürlich gleich das nächste schwere Spiel, nämlich gegen Bayern München. Das wird auch wieder ein Traum werden. Ja, gut, den können wir mal verpflichten. Der ist schon ein bisschen alt, aber den kann man trotzdem mal verpflichten. Der ist jung, den kann man verpflichten. Den kann man auch verpflichten. Bei dem warten wir mal noch. Okay. Obwohl, den könnten wir eigentlich auch holen. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Jugendspieler in der Jugendmannschaft. War ja wieder tote Hose. So, gegen die Bayern möchte ich aber bitte wieder mit Pires über links spielen. Der war ja nur gesperrt im letzten Spiel. So, Groß passt. Reichel passt, Dorian, alles gut. Alles wunderbar. Zu Gast in der Allianz Arena. Ja, jetzt wollen wir aber heute einen Sieg sehen gegen die Bayern. Also natürlich wollen wir einen Sieg sehen. Boah, da musste ich jetzt mal gerade ein bisschen husten. Tut mir leid. Ich mach mal hier Play und so. Ja, willkommen in München. Willkommen in der Allianz Arena zum 8. Spieltag der Bundesliga. Bayern München gegen Union Berlin. Erster gegen Zweiter, zumindest mal nach den ersten 7 Spielen. Das kann spannend werden. Vielleicht ist das heute so ein bisschen schon dieses Spiel, was zeigt, wo Union Berlin am Ende der Saison stehen wird. Denn wenn man gegen die Bayern nicht gewinnen kann, dann wird man auch nicht Meister. Das ist einfach so. Ja, Aufstellung von Bayern München, Neuer im Tor, Alexandro, Boateng, Hummels, Hisaş stellen hinten alles dicht. Kimmich im Mittelfeld, im defensiven Bailey, Goretzka, Thiago und Coman im offensiven Mittelfeld sozusagen und Wagner im Sturm. 4-5-1, also die Aufstellung der Münchner, die sich hier gegen ein, ja, Form durchschnittliches Union Berlin-Set durchsetzen müssen gegen Campos im Tor. Reichel, Oxford, Vermaelen, Toljan in der Verteidigung, defensiv Mittelfeld groß. Pires und Robben über die Flügel. Pires wieder dabei. Gomez im offensiven Mittelfeld und Ennis und Mandzukic sind im Sturm. Ja, 4-4-2. Robben und Mandzukic kehren zurück in die Allianz Arena. Lange, lange ist es her. Zumindest für Mandzukic. Bei Robben noch nicht ganz so lange. Aber natürlich will man gegen die Bayern was Verwertbares mitnehmen. Das ist ganz klar. Auch wenn heute doch die Zeichen eher auf den Münchnern setzen. Gut gemacht von Gomez, kann sich da aber nicht ganz durchsetzen. Kriegt da Hilfe. Und der Ball ist erstmal raus. Gomez auf Pires. Ja, Pires braucht wieder zu lang zum Passen. Pires. Und jetzt müsste der Ball raus sein. Genau, sehr schön. Toll, Jan. Groß. Das ist Ennis. Nial Ennis. Ey, Freundchen. Also, schön abgeholzt worden. Hammer. Freut mich. Toll, Jan. Auf Robben. Gegen seine alten Kollegen.
Ja, aber die kennen ihn natürlich. Die wissen, dass der gerne auch mal ein bisschen ins Dribbling geht und so. Und dass er inzwischen einfach alt ist. So, ganz einfach. So, Thiago. Die Bayern kombinieren und kombinieren und kombinieren. Jetzt mal vielleicht die Chance. Alexandro. Ne, das ist nicht Alexandro, Entschuldigung. Das ist, ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaub, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, der gerade abgeschlossen hat, war Alexandro. Aber sonst, nicht Alexandro, was laber ich? Doch, Sandro. Sandro, nee, nicht Alexandro. Sandro Wagner, verdammt. Nicht Alexandro. Alexandro war der Verteidiger da hinten. Scheiß Sandro. Also der Name. Ja, Abschluss von den Münchnern. Das könnte optisch Sandro Wagner gewesen sein. Jo, und das ist er auch. Aber der Ball zu weit daneben, als dass das wirklich eine Gefahr darstellen könnte. Oxford. Groß. Ennis. Gomez. Immer noch Gomez, das ist wieder Ennis, das ist Mandzukic, das ist Pires. Und ja, Pires hat eine übertriebene Animation beim Schießen gemacht, sodass er den zweiten Ball nicht bekommen konnte. Jetzt Wagner gegen Oxford. Na, die Flanke kommt an, war aber nicht wirklich gut. Und zum Einwurf geklärt. Ja, die Bayern geben sich Mühe, Union tut das auch. Das verspricht doch, ein heiteres Spiel zu werden. Foul an Robben, oder was? Nee. Hä? Was willst du jetzt von mir? War das Handspiel, oder was war das? Keine Ahnung. Robben scheint irgendwas falsch gemacht zu haben. Ich weiß nur nicht, was. Ian Robben. Das ist Gomez. Jetzt fehlt wieder der eine, der mitläuft. Und der ist diesmal da. Ennis. Ennis. Im Alleingang gegen Neuer, aber legt sich den Ball zu weit vor. Ach komm, Junge, was ist denn los mit dir? Wie kannst du den denn noch... Ah, leg ihn doch nicht so weit vor. Ein Stückchen, aber doch nicht so weit. Ah, der eine Schritt hat gefehlt, weil sonst wäre das kein hundertprozentiges Tor gewesen. Ah. Pires. Ah, so eine gute Chance liegen lassen, ne? Toll, Jan. Muss abbremsen, ist zu langsam. Robben und Ecke. Ja, Robben wollte den Ball reinlegen, aber gibt nur Ecke. Die führt aus Ian Robben. Da kommt sie rein, aber das ist Gomez. Ja, warum denn nicht? Man kann es ja mal probieren. Man hätte vielleicht doch versuchen sollen, den anzuschneiden. Aber das habe ich vergessen. Vor allem finde ich es da wesentlich schwerer, die richtige Schusskraft zu finden, als bei einem normalen Schuss tatsächlich. Gut aufgepasst von Groß. Wieder Pires. Pires. Das ist Ennis. Da wollte ich gar nicht hin. Aber der Ball kommt nicht zu Mandzukic, weil der Verteidiger mal wieder einen Schritt schneller ist. Diese Ein-Schritt-Politik, die ist schrecklich. Irgendwas hat da gerade vibriert, ich weiß nicht. Also, das war wahrscheinlich mein Handy, aber ich meine nur. Ey, hey, komm, Junge! Also. Ja, geiler Ballverlust mal wieder. Mal wieder so aus dem Nichts entstanden. Der Ballverlust. So, Gomez. Ja, lauf, 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 lauf doch einfach. Wieso laufen die denn nie auf die Flügel? Lauf doch. Junge, das ist wirklich nicht schwer. Du musst nur deine Beinchen bewegen. Das ist nicht so schwer. Es ist nicht schwer, wirklich nicht. Pires. Sag mal, Reichel. Das ist Groß. Das ist Oxford. Das ist wieder Groß. Das ist Mandzukic, das ist Gomez und der verzieht. Was machen denn meine Spieler? Sag mal, sind die alle zu blöd zum Schießen oder was?
wie kann denn da so ein Pupsschuss dabei rauskommen? Junge, was wolltest du damit erreichen? Ernsthaft? Der war nicht aufs Tor gezielt, der war flach, der war einfach nur billig. Natürlich, ich drehe mich mit dem Ball weg, aber krieg ihn nicht. Es ist so ein Witz. Es ist so ein Witz manchmal. Ja, gut. Eckball Bayern. Ja, das Spiel steht 0-0. Da ist jetzt erstmal nichts dran auszusetzen. Es ist an sich ein gutes Ergebnis für den Aufsteiger. Gegen die Bayern noch zur Halbzeit 0-0. Zumindest noch. Aber da ist mehr drin. Ja, vor allem, wenn man die vergebenen Chancen anschaut, ist da definitiv mehr drin. Man müsste halt mal so ein bisschen aus der Pötte kommen. Jetzt vielleicht mal Toljan. Da ist die Flanke. Manuel Neuer, Pires. Aber wieso macht er es? Wieso dauert das so lange? Ich hatte schon gesagt, er soll passen, bevor er den Ball bekommen hat. Und dann hämmerst du auf die Passentaste und er braucht 10 Minuten, um den Ball nochmal zweimal aufhüpfen zu lassen. Also sorry, aber was ist denn das für eine Motivation? Oh Mann, ey, wie es hier schon 5-0 stehen könnte, wenn die Spieler einfach nur mal das machen, was sie sollen. Das ist so ein Witz, ne? Ey, egal. Gut, also, Tolja, Robben, Mandzukic, nicht im Abseits. Also, komm, Junge, also, irgendwann ist jetzt gut. Wenn jetzt noch eine einzige Grätsche mich so trifft, dass es nur den Ball trifft anscheinend, ja, und das kein Foul ist, ich schwör dir, ich brech dir deine Beine. Ich brech dir einfach deine scheiß Beine. Weil das kotzt mich an, dass der ihre Drecksgrätschen einfach die ganze Zeit klappen. Die ganze Zeit. Der hat noch nicht einmal meinen Spieler getroffen. Also, man kann es auch übertreiben. Ich sag nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sag nur, dass es einfach lächerlich ist, dass es jedes Mal passiert. Robben wollte gerade den Ball schon wieder ins Ausgehen lassen. Warum auch immer. Auf jeden Fall alles viel zu lange wieder gedauert. Da waren alle anderen gedeckt. Ein Traum. Das ist super. Also das, was ihr da macht, das ist höchste Fußballkunst. Für Trottel. Groß. Ja, was soll er machen? Groß, schöner Ball auf Pires. Aber der hat schon wieder so einen blöden Winkel, Mann. Das ist doch zum Kotzen. Robben. Nächster Versuch. Natürlich wieder geklärt. Was auch sonst. Das war doch Ball gespielt. Was willst du von mir? Bei denen ist es ja anscheinend auch nie ein Foul, wenn sie es machen. Bullshit, Ja, gut, wenigstens den Konter unterbunden und alles. Also, kein Ding. Toljan sieht gelb. Weil ja alles, was ich mache, so oder so ein Foul ist. Hat man ja vorher bei dem von Robben gesehen. Ich weiß bis jetzt nicht, was da war. Wahrscheinlich Handspiel. Aber jetzt mal Pires. Und wieder die Sag mal, willst du mich verarschen? Also, Entschuldigung, aber du hattest keine Chance, an diesen Ball ranzukommen. Das kannst du mir gar nicht erzählen. Du bist langsamer als der Spieler. Du bist langsamer. Finde dich damit ab. Und mach nicht so ein Bullshit, der dann halt echt mit Glück jedes Mal funktioniert. Jedes Mal funktioniert der. Ey. Ja, genau. Ich wollte einmal quer übers Spielfeld passen. Nicht mal nur kurz zu dem, der vor mir stand. Wieso auch? Groß. Ja, toller Pass. Ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Du bist der beste Fußballer der Welt. Felix Groß. Unfassbar, was für Eigenschaften er besitzt. Er bekommt den Ball nicht zum Mann. Er ist einfach, keine Ahnung, besoffen. Wie immer halt. Ja, das ist die Führungspolitik von Angelo Ferkel. Das darf man nicht vergessen. Saufen vorm Spiel erhöht. Die Dummheit. Ach komm, erzähl mir doch nichts. Ich mach mal kurz ein kleines Minischrittchen nach links und dann wieder nach rechts und dann wieder links und komm damit einfach an jedem scheiß Spieler vorbei. Das ist doch ein Witz, das Robben. Runden, laufen. Jetzt Toljan. Aber wieder geblockt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Die werden alle geblockt. Es wird alles geblockt, was ich mache. Einfach alles.
Das ist doch nicht wahr! Ja, schieb dir deine gelbe Karte irgendwo hin. Das interessiert mich einen feuchten Dreck. Hat er verdient, soll er halt nicht im Weg stehen. Es gibt ja genug Beweise dafür, dass sie das ganze Spiel über nur im Weg stehen. Dann wird das jetzt halt auch so gewesen sein. Selber schuld. Jetzt muss Robben zurücklaufen. Ach, Leute! Ey, was für Bälle die verspielen, ey. Das ist doch nicht wahr. Ach, junger Vater, ey. Was soll ich dazu noch sagen? Mir fällt dazu gar nichts ein. Mir fällt dazu wirklich nichts mehr ein. Die sind einfach besoffen. Die sind besoffen. Was anderes? Anders kann ich mir diese ganzen Aktionen nicht erklären. Das ist einfach so. Anders kann ich sie mir nicht erklären. Fertig. Ah, jetzt klär doch den Ball daraus, Mann. Natürlich. Ich wollte wirklich den Ball treffen. Es war kein so ein Frustfaul oder so. War es wirklich nicht. Ich wollte wirklich den Ball treffen. Ah, jetzt hört auf, den Ball wegzupassen die ganze Zeit. Toll, jetzt muss ich erst warten, bis bei mir nur ein Spieler wieder frei stehen. Nein, zu dem wollte ich nicht. Aber Dankeschön. Ja, Perez verliert das Laufduell mal wieder, weil er so langsam ist. Ich vergesse es immer. Es tut mir so leid, ich vergesse immer, dass Perez so mega langsam ist, dass der nicht vorankommt, weil so scheint mir das immer. Gegen die Verteidiger, weil irgendwie scheint ja jeder Verteidiger so schnell zu sein wie Perez. Das ist ja total logisch. Das ist total logisch, aber Hauptsache ich komme Douglas Costa nicht hinterher und so. Das ist so dämlich, ich weiß auch nicht. Also manche Sachen in diesem Spiel sind einfach nicht gut programmiert. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die sind nicht gut programmiert. Und vor allem halt unlogisch. Weil ich bin, entweder bin ich schneller oder er ist schneller. Da spielt das keine Rolle, ob ich jetzt den Ball habe oder er oder ob du einen Trick machst oder nicht. Das ist wieder Perez. Wieder Perez. Das ist Ennis. Und der kriegt den Ball einfach nicht ins Tor. Was ist denn los mit denen? Ach, sag mal. Ey, komm, Leute, verarsch mich doch nicht. Ey, ich krieg den Ball nicht ins Tor. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mach's nicht anders als sonst. Im Gegenteil, ich habe sogar nur Stürmer gespielt in der letzten Zeit. Und da geht einfach... Weiß ich, das sind Bälle, die gehen halt einfach rein. Das ist halt einfach so. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht reingehen. Das ist... Ach, ja. Weil bei manchen Bällen, dass die nicht reingehen, da musst du dann wirklich schon auf harten Drogen sein. Ja, schön, dass alle mithelfen. Also schön, dass ich da gerade so die breit gefächerte Auswahl hatte an Spielern, die ich anpassen kann. Das war unfassbar. Jetzt gib den scheiß Ball her, du Penner. Guck, das meine ich. Wieso ist der schneller mit dem Ball als ich ohne? Wenn es bei mir nicht so ist, obwohl meine Spieler schneller sind. Sorry, aber solche Sachen sind Bullshit an FIFA. Solche... Natürlich. Komm, ja, schieb's dir irgendwo hin. 1-0 Bayern. Total unverdientes Tor. Spät. Dusel Bayern sind zurück. Ja, Hammer. Geil. 0-1 verloren gegen die Bayern. Komm, ey, ich wollte eigentlich 3 Folgen auf, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil das jetzt wieder 2 Spiele waren, die einfach Bullshit sind. Da kannst du jetzt da draußen stehen und sagen, reg dich doch nicht so auf. Doch, tue ich. Und zwar zu Recht. Weil das einfach manchmal nicht funktioniert. Es funktioniert einfach manchmal nicht. Deine Spieler bewegen sich im Kreis wie ein Stein. Ja, also die bewegen sich einfach nicht. Und lassen sich halt auch echt widerwillig steuern. Und solche Sachen sind da merkst du halt einfach schon, wenn FIFA sagt, nö, du gewinnst zu oft. Es ist einfach so. Ja, 0-1 Niederlage gegen die Bayern. Müssen wir uns jetzt mit abfinden, ist halt so. So, ganz einfach. Und doch, ich werde jetzt noch ein Spiel aufnehmen. Ich werde jetzt noch gegen Molde spielen. Ich werde aber vorher mal eine Sache machen. Und zwar, zack.